Hallo liebe Jungfrauen, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt den Portaltag gut überstanden. Nebenwirkung meinerseits, Versprecher, etwas unkonzentriert sein, aber ich denke, wir werden das ganze Ding hier wuppen. Meine Lieben, perfekt, nee, unperfekt ist die Perfektion. Genau, das ist es. Unperfekt sein ist die Perfektion. Also meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Was wollte ich euch sagen? Ich freue mich, dass wir jetzt in die Zeit vom 16. bis 28.02. gemeinsam reinschauen dürfen. Wir starten hier mit den Weisheitskarten. Ich habe wieder zwei verschiedene Tarotkartendecks am Start. Wir gucken uns diesmal mit weiteren Orakelkarten eure Berufung an, die Liebe, wenn sie zum Vorschein kommen sollte. Genauso wie eure Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir überlegt, die Legung etwas zu verändern, aber ganz cool, weil dann können wir zumindest ein bisschen in die Bereiche reinschauen. Ja, je nachdem, was dann halt hochkommen möchte bei euch. Und genau, das schauen wir uns dann an. Ansonsten denkt bitte daran, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Ja, alle Gleichgeschlechtlichen und alle Männer, bitte switcht es euch um. Und genau, wenn es nicht eure Legung sein sollte, seid nicht enttäuscht, dann schaut ihr euch einfach bitte das Mond, Venus oder Aszendentzeichen an. Und wenn ihr gerne möchtet, dann könnt ihr euch natürlich auch eine persönliche Legung bei mir buchen. Das geht auch. Alle Informationen dazu, meine Lieben, stehen unten in der Infobox. Ich freue mich über eure Abos und über eure Likes, weil dadurch gebt ihr anderen auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu finden, damit ich auch mehr Leuten helfen kann, ja? Genau, das war das, was ich sagen wollte. Und jetzt starten wir für euch, meine lieben Jungfrauen, einfach mal durch. Wir gucken, was die Weisheitskarten schon mal als Überschrift euch mitgeben. Boah. Ich glaube, ich rede heute nicht so viel. Oh, der Berg ist die erste Karte. Ah, okay. Und die zweite ist die Metamorphose, meine Lieben. So. Mit dem Berg haben wir folgende Infos. Es könnte sein, dass du dich hier, mal ein bisschen unterhalten, so. Es könnte sein, dass du dich hier etwas blockiert fühlst oder das Gefühl hast, dass du blockiert bist oder dass du das Gefühl hast, dass du die Dinge nicht so siehst. Du nimmst anders wahr, ja. Aber hier ist es wichtig, dass du lichtvoll schaust, dass du also aus dem Prozess, wo du das vielleicht das Gefühl hast, boah, es ist alles gerade so dunkel oder es fühlt sich so blockiert an, dass du letztendlich in diesem Zustand das Positive siehst. Es ist aber auch normal, dieser Zustand, weil, ja, wir haben hier die Metamorphose, du bist hier in einem Entwicklungsprozess und da ist es manchmal so, dass man wirklich das Gefühl hat, liebe Jungfrau, dass du, ja, dass du den Fels vor Steine nicht siehst. Dass du das Gefühl hast, es geht nichts vor, es geht nichts zurück. Das ist normal. Du bist nicht mehr da, wo du mal warst und du bist auch noch nicht da, wo du hin sollst. Und deswegen ist dieser Zustand hier normal, dass du das mit dem Berg so fühlst, dass du die Blockaden fühlst, ja. Das ist in diesem Entwicklungsprozess normal. Du entwickelst dich gerade von einer Raupe zum Schmetterling, okay? So, dann schauen wir uns das Ganze mal mit dem Tarot an, ihr Lieben. Das ist die erste Karte. Die erste Karte ist The Wheel of Future. Das heißt also, hier möchte ein alter Zyklus abgeschlossen werden. Das ist genau das, was hier passiert mit der Metamorphose. Ja, das ist sozusagen auch eine positive Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du bist gerade, liebe Jungfrau, dabei, dich zu entwickeln. Ja, du wirst von einer Raupe zum Schmetterling. Und das ist positiv. Ja, wir wollen alle mit der neuen Zeit mitgehen und wenn wir nicht wollen, werden wir geschubst, weil du hast dich mit deinem Seelenvertrag,
hast du dich einverstanden erklärt, dass du in die neue Zeitepoche gehst. Ja, in die Zeitepoche des Wassermann-Zeitalters, von der Sicherheit in die Unsicherheit, vom was möchte ich sein, was möchte ich dafür tun. Und das bedeutet Chaos. Das bedeutet, dass wir lernen dürfen oder ihr hier in eurem Prozess, dass ihr lernen dürft, dass alles, was alt ist, dass ihr das hinter euch lassen dürft, weil es dient euch nicht mehr im neuen Zeitalter. Und das Wunderschöne ist, mit drei der Münzen gibt es hier Menschen, die mit dir mitgehen wollen, die sozusagen deinen Weg mitbestreiten wollen, die sagen, ey, du gehst den Weg, das ist toll, wir wollen auch, ja? Oder du lernst Leute kennen, die sagen, boah, was hast du vor? Na, das ist ja klasse, da wollen wir mitgehen, ja? Also letztendlich, du bist auch gerne mit anderen Menschen zusammen, Jungfrau. Ja, du bist gerne konstruktiv, du bist produktiv, du möchtest dich auch gerne entwickeln. Aber im Moment siehst du es noch nicht. Es ist für dich momentan total die Blockade, dass du dir wirklich sagst, boah, was geht denn hier jetzt gerade ab? Ja, alles, was mal war, ist nicht mehr. Alles ist in Veränderung. Wo ist mein Platz? Wir sind sozusagen angehalten, jetzt hier unseren neuen Platz einzunehmen. Du hast hier auch noch das Gefühl, bedingt dadurch, dass du auch noch nicht siehst, wo es hingeht, dass du total aktions- und unfähig bist, überhaupt irgendwas zu tun. Also du siehst es nicht, du kannst nicht reagieren, das sollst du auch nicht. Und das ist hier die Blockade mit dem Berg. Ja, dieses, ja, das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht da oder da bin ich gerade dabei, mich zu entwickeln. Ja, was mache ich denn jetzt richtig? Du bist richtig. Geh ins Vertrauen. Das ist ganz wichtig. Gehe hier ins Vertrauen und sage dir, der Schöpfer sitzt am Ruder. Mir wird geholfen. Ich kriege Impulse und die Impulse, denen gehe ich nach. Und es wird das Richtige kommen. Na, schaut mal. Und hier haben wir einen Neuanfang. Einen bodenständigen Neuanfang in deiner Energie. Also Neuanfang in den Finanzen, Neuanfang in dem, was du tust, was du tun möchtest, egal ob es in der Liebe ist, ob es im Beruf ist oder persönlich für dich selber ist, ja, hier legst du sozusagen oder hier stellst du die Weichen für die neue Zeit. So, bis es soweit ist, liebe Jungfrau, wirst du erstmal stagnieren, indem du hier ein aufgehängter Mann machst. Das heißt, du darfst dir hier von oben die Energie du darfst von oben die dir geschickte Energie des gehängten Mannes erstmal leben. Das heißt, sie geben dir die Möglichkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, damit du dir ganz in Ruhe überlegen kannst, wie darf meine neue Welt sein? Wie möchtest du, dass sich das Ganze entwickelt? Wie möchtest du nach der Metamorphose, wie möchtest du sein? Was für ein Schmetterling möchtest du sein? Welchen Platz möchtest du im Großen und Ganzen einnehmen? Du darfst hier entscheiden. Ein bisschen rüberschieben. So. Und da lässt du dir die Zeit, auch wenn du noch nicht handeln kannst, auch wenn du das noch nicht siehst. Es wird auf jeden Fall eine Situation sein, wo du dich hier mit anderen Menschen absprichst. Ja, wo du sagst, wie macht ihr denn das? Ja, du hast die positiven Impulse, hast du ja letztendlich. Ja, dass du sagst, okay, ich habe die Kraft, ich habe die Lust auch, das Neue zu leben, auch wenn du die jetzt vielleicht noch nicht verspürst, aber das wirst du definitiv tun. Ja, weil du weißt eins, stehen bleiben ist Stagnation und das tust du nicht. Weil wir jetzt alle uns bewegen, wir dürfen uns alle neu sortieren. Es ist Chaos. Wir dürfen uns alle neu ausrichten und das ist das, was du spürst. Das ist die Blockade, die du spürst. Das ist die Metamorphose, die du spürst. Ja? Kein Schmetterling, sagen Sie mir gerade, kein Schmetterling bleibt in Form einer Raupe. Ne? Er entwickelt sich, er entpuppt sich, wenn die Zeit gekommen ist. Na, wunderbar. The Wheel of Future, meine liebe Jungfrau. Und The Adjustment kommt dazu. Das heißt, hier möchte ein Karma beendet werden und du hast eine neue karmische Aufgabe, die du hier leben darfst. Das heißt, du bist eine wertvolle Seele, das sind wir alle, aber du hast eine bestimmte Aufgabe. Das heißt, finde heraus, wenn du es noch nicht gefunden hast, was deine Aufgabe ist und geh ihr nach, folge dem. Du wirst von oben geführt. Geh ins Vertrauen, geh ins Gespräch, geh in die Kommunikation, geh in die Aktion, ja?
Sei dir gewiss, ein alter Zyklus will beendet werden, ein neuer Zyklus möchte gerne beginnen. Wo ist dein Platz? Was sind deine Qualitäten? Was sind deine, was ist dein Können? Was kannst du Gutes? Egal was es ist, du bist auf jeden Fall ein wichtiger Teil im großen Ganzen. Und du darfst rausfinden, wenn du es noch nicht weißt, um was es hier geht. Teamplayer kann auch sein. Vielleicht möchtest du mit Menschen arbeiten, anderen Menschen helfen, im Team irgendwas erschaffen, ja? Ja, mit dem König der Schwerter. König ist sozusagen die männliche Energie, das ist die Macherenergie, ja? Und Schwertenergie ist luftig, ist direkt, das heißt letztendlich nichts anderes, dass du hier die Führung übernehmen wirst, ja? Dass du direkt dich klar äußerst, wie du gerne zum Beispiel im Team arbeiten möchtest oder in der Familie, wie möchtest du gerne, wie die Dinge in Zukunft laufen, ja? Es sind viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr wisst am besten, in welcher Situation ihr steht. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Du wirst hier auf jeden Fall mit dem König der Schwerter, wirst du in dieser Energie sein, dass du direkt vorangehst, dass du direkt dich äußerst, Vorschläge konstruktiv nach vorne machst. Ja, einige sind auch sehr zurückgezogen. Ihr dürft wieder aus eurem Schneckenhaus rauskommen. Ihr dürft in die Aktion gehen. Ja, deswegen hier König der Schwerter. So, Acht der Schwerter. Nicht sehen, nicht handeln können. Ja. Und solange ihr nicht seht und nicht handelt, werdet ihr hier stagnieren. Ihr werdet so lange stagnieren, bis ihr euch darüber im Klaren seid, in welcher Situation ihr seid. Ihr werdet so lange stagnieren, bis ihr sozusagen erfahren habt, wer ihr seid, was ihr könnt, was ihr wollt, wie es weitergehen soll. Das ist hier ein bisschen Hausaufgabe an euch selbst, meine Lieben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier versteht, dass dieser Prozess sein darf, damit ihr euch für die neue Zeit vorbereitet, damit ihr euch weiterentwickelt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt es nicht, werdet ihr geschubst. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ihr dürft überlegen, wie sanft oder wie unsanft dieser Schubs sein wird, weil wir wollen alle weitergehen. Das ist das, meine Lieben, was in euren Seelenverträgen drinnen steht. Ja? Wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr euch gerne die Unterstützung entweder zum Beispiel durch eine Kartenlegung holen oder ja, ihr geht in die Kommunikation mit der lichtvollen geistigen Welt, egal wie. Ihr habt die freie Wahl, die freie Möglichkeit zu entscheiden. So, wir haben hier den Neuanfang. Wunderbar. Und wir haben hier die Wunscherfüllung und die Klarheit. Ihr seid euch dessen aber sehr, sehr bewusst, ne? Oder werdet euch bewusst, dass sich auf jeden Fall in eurem Leben etwas verändern muss, ja? Und der Stern kann auch die absolute Wunscherfüllung sein, durch den Neuanfang in den Finanzen, durch das Bauen des Fundamentes. Durch das Erschaffen. Ihr wollt etwas aufbauen, ja, und da seid ihr angehalten zu überlegen, okay, was ist das, was kann das sein, ja, aber ihr kommt hier in eure Klarheit. Also ihr braucht nicht denken, dass ihr hier in der Energie des Berges bleibt. Sobald hier die Metamorphose abgeschlossen ist, werdet ihr hier ganz klar wissen, was ihr machen wollt. So, und dann haben wir hier zu dem gehängten Mann die Energie 6 der Münzen. Das ist das Geben und Nehmen. Ja, wie hast du in der Vergangenheit gegeben und genommen? Da möchte etwas in den Ausgleich kommen. Du darfst dir dieses Geben und Nehmen, ob es Brotkrumen sind, die du geschmissen hast, oder ob es wirklich ein lichtvolles von Herzen geben war oder nehmen war. Ja. Das darfst du dir hier mit dem gehängten Mann bitte nochmal anschauen im Februar. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Bezug nehmend auf die Arbeit kann es natürlich auch sein, dass du hier einen Neustart machst, ja, weil die Liebe ist hier in dem Sinne nicht da, sondern ich sehe das eher hier im Bereich deiner Persönlichkeitsentwicklung durch die Metamorphose, genauso wie auch im Beruflichen, dass du hier etwas Neues machst. Ich habe hier für euch beruflich Orakelkarten. Da werde ich euch jetzt eine Karte von ziehen, damit wir mal gucken, um was es hier geht.
So, wir haben hier zwei Karten. Einmal Vorbilder. Lernen Sie von erfolgreichen Menschen. Ja, das ist das mal, was ich sage. Leute, wenn ihr hier irgendwo steht, an einem Zyklus, der hier beendet wird und der neu angefangen werden möchte, erfolgreich, und sich auch die lichtvolle geistige Welt einschaltet, dann heißt es hier, kümmere dich bitte um dich, gucke auf Menschen, die da sind, wo du hin willst. Und da ist wieder die Teamarbeit, die hier wieder ins Spiel kommt. Ja? Sei Teamplayer, seid miteinander, suche dir Menschen, die deine Ziele, Wünsche und Träume haben. Ganz, ganz wichtig. Das ist die eine Karte und die andere Karte ist hier Entscheidung. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, genau. Was möchtest du? Du darfst entscheiden. Du darfst entscheiden, was du möchtest. Und jetzt ziehe ich dir noch hier eine weitere Orakelkarte für deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Jungfrau, ich glaube, das wird hier für einige von euch wird das eine Herausforderung sein. Sei ein Optimist. Optimist zu werden ist sinnvoll, denn dann siehst du einen Sinn im Leben und hast den Wunsch, etwas zu verändern oder etwas zu ändern. Wenn du einen Sinn hinter den Dingen siehst, dann kannst du auch erkennen, dass die Dinge besser werden können. Ja, und das ist genau der Punkt. Wenn du hier in dieser Energie von Acht der Schwerter bist, dann hast du hier nicht, ich sehe alles positiv, ich bin Optimist, sondern dann sagst du dir, oh mein Gott, ich weiß, was ich hatte, ich weiß, was ich nicht habe, ich weiß aber auch, dass ich hier in der Blockade stecke, ne, mit dem Berg. Ja, ich bin nicht handlungsfähig. Kannst du nicht, weil du in der Metamorphose bist. In der Metamorphose, in der Metamorphose, meine Güte, da darfst du vertrauen, ja? Liebe Jungfrau, bitte geh ins Vertrauen und bleibe optimistisch, denn eins ist Fakt. Der Neuanfang, der ist im Anmarsch und auch deine Wunscherfüllung und Klarheit. Bleibst du jetzt optimistisch, wird dieser Zustand des gehängten Manns oder auch der zwei Stäbe wird nicht ganz so, wie soll ich sagen, also der wird sich für dich nicht niedrig energetisch anfühlen. Verstehst du, was ich meine? Weil, und deswegen Vertrauen, Justment, das ist das göttliche Gericht. Es will hier etwas Neues entstehen bei dir. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier ins Vertrauen gehst. Also du entscheidest, du bist dein Glückes Schmied. Du entscheidest, gehst du diesen Prozess optimistisch, positiv, dass du sagst, okay, ich weiß, es soll so sein, damit ich mich entwickeln kann, weil alles, was alt ist, wird sowieso gehen, weil es ist uns nicht mehr dienlich. Ja? Das ist wie wenn du, sage ich jetzt mal, ein Auto kaufst, dann kaufst du ja auch ein Auto komplett neu in der Regel. Ne? Gehen wir mal von aus, du gehst zum Autohändler und kaufst jetzt ein Auto. So. Dann kaufst du ja auch kein Auto mit abgefahrenen Reifen oder mit einem alten Motor, der nach 100 Kilometer den Geist aufgibt. Ne? Du möchtest ja was Neues haben. Und so ist es auch mit der Metamorphose. Die Metamorphose in deinem Leben, die macht dich komplett neu. Neue Einstellungen, neue Glaubensmuster, neue Gedankenmuster, neue Mindsets etc. pp. Du bist auf dem Weg, bedingt durch die Inkarnation, durch den Seelenvertrag, durch dein Inhalt, den du abgeschlossen hast, dich hier neu zu kreieren. Das wolltest du. Da passt der Spruch mit gehangen, mit gefangen. Alle, die jetzt inkarniert sind und die jetzt hier weiterhin alles, was hier irdisch kreucht und fleucht, das überstehen, ja, die werden hier weitergehen. Und die wollten das auch so. Ja, alle, die nicht mehr hier sind, die wollten diesen Prozess nicht leben. Die wollten nach Hause. Du bist, wenn du noch hier bist, und das bist du ja, sonst würdest du dieses Video nicht sehen können. Du bist hier in diesem Lernprozess, dass du das Neue, was jetzt kommt, lernen möchtest, dass du das mit kreieren möchtest. Deswegen sage ich dir, durch das Alte, was du hinter dir lässt, und durch den Push, den du für das Neue bekommst, gehst du in deine Wunscherfüllung. Und das ist wichtig. Ja? Ich hoffe, ich konnte euch hier ein Stück weit weiterhelfen, meine Lieben.
Danke für euer Abo, danke für euer Like. Ich freue mich, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao, eure Katrin.